Könnt ihr auch gerade nicht in die Tischtennishalle, aber würdet gerne etwas für euer Spiel tun? Ich zeige euch heute Übungen, die ihr ohne viel Aufwand zu Hause machen könnt. Mein Name ist Katharina Michailova. Ich spiele seit vielen Jahren in der Tischtennis-Bundesliga und bin seit 13 Jahren Tischtennistrainerin. Ich zeige euch heute ein paar Übungen, die ihr zu Hause machen könnt. Alleine, mit dem Partner, auf dem Küchentisch oder auch draußen, wo immer ihr wollt. Hier kommen die 5 Übungen. Übung Nummer 1. Wer schon immer mal die Banane üben wollte, kann das jetzt tun. Ich weiß, wir sind hier in einer Halle und ich hatte versprochen, dass wir alle Übungen von zu Hause aus machen können. Aber keine Sorge, das funktioniert auch am Küchentisch. Habe ich ausprobiert. Für die Banane müssen wir unseren Ellbogen hoch genug nehmen, soweit es geht. Und dann hier das Handgelenk einwickeln. Achte darauf, dass das Handgelenk nicht irgendwie so eingewickelt ist, sondern dass man es sieht, also dass es recht offen ist. Dann versuchen wir so weit wie möglich mit dem Handgelenk hier reinzugehen und den Ball seitlich zu treffen. Und achtet auch auf einen feinen Balltreffpunkt. Also das hört ihr, wenn sich das so anhört, dann ist es nicht so gut. Je feiner, desto besser. Der Bananenflip funktioniert am besten, wenn ihr den Ball neben dem Körper und nicht frontal vor dem Körper trefft. Außerdem probiert, den Ball im höchsten Punkt zu treffen. Übung 2. Mit dieser Übung könnt ihr eure Schnelligkeit und Beinarbeit verbessern. Hier benutzen mein Trainingspartner Chris und ich einen Noppenball, der in alle Richtungen abspringt. So könnt ihr zusätzlich eure Reaktion verbessern. Diese Übung klappt aber auch alleine, wenn ihr einen unebenen Ball benutzt. Wer es einfacher haben möchte, nimmt einen Tischtennis- oder Tennisball. Wer es schwieriger haben möchte, nimmt 2 Bälle. Das Ganze können wir noch erschweren, indem der Partner sagt, ob wir mit der rechten oder mit der linken Hand fangen sollen. Und dann kann man es noch ein bisschen schwieriger machen. Wir haben in dem Fall gesagt, wenn man 1 sagt, dass man mit der flachen Hand nach oben fängt. Und bei 2 fängt man von oben. 2 rechts. 1 rechts. 2 links. 1 links. So kann man außerdem noch die Koordination trainieren. Das wird euch später im Spiel helfen, eine schnellere Entscheidung zu treffen. Übung Nummer 3. Mensch, Chris, fang doch mal. Hier trainieren wir mit einer kleinen Frisbee die Explosivität des Handgelenks. Das braucht man zum Beispiel beim Vorhandaufschlag oder beim Vorhandschupf. Wenn du die Frisbee andersherum wirfst, also wie eine normale große Frisbee, dann trainierst du das Handgelenk für einen Rückhand-Topspin oder für einen Rückhand-Flip. Ich weiß, was du meinst. Zusätzlich zu dem Frisbee-Training könnt ihr euch einfach hier so ein Gewicht zur Hand nehmen. Ich habe hier 1 Kilo, ihr könnt euch aber auch eine Wasserflasche nehmen, mit Sand füllen, mit Wasser, was auch immer. Und dann könnt ihr versuchen, mal das Handgelenk in alle Richtungen durchzubewegen. Und dann könnt ihr mal einen Rückhand-Topspin imitieren, Vorhand-Topspin, einen Schupf, was auch immer ihr wollt. Nummer 4. Bei dieser Übung trainierst du deine Beinarbeit und deine Reaktion mit schnellen Wechseln von einer Seite zur anderen. Dein Trainingspartner wechselt einfach die Richtungen und du versuchst, so schnell es geht, mit Sidestep zu reagieren. Man kann das Ganze auch nach vorne und hinten trainieren. Wenn deine Trainingspartnerin nach vorne läuft, läufst du auch nach vorne. Wenn sie nach hinten läuft, läufst du auch nach hinten. Und die letzte Übung, Nummer 5. Als nächste Übung können wir eine super Schattentraining-Übung machen auf Reaktion. Dafür haben wir einen Partner, der uns 6 verschiedene Felder mit seiner Hand anzeigt. Rechts oben, links oben, rechts in der Mitte, rechts unten und links unten. Und für jedes dieser Felder machen wir eine bestimmte Technik. Zum Beispiel die beiden Felder oben haben wir Vorhandschuss,
Für die Felder in der Mitte haben wir Vorhand- und Rückhand-Topspin und für die Felder unten haben wir Topspin auf Unterschnitt mit der Vorhand und Topspin auf Unterschnitt mit der Rückhand. Hier siehst du noch eine Abwandlung, bei der du dich in der Mitte entscheiden musst. Handfläche nach oben bedeutet kurzlegen und Handfläche nach unten heißt flippen. Teil das Video gerne mit deinen Freunden und schreib mir in die Kommentare, welche weiteren Tischtennis-Themen dich noch so interessieren. Ich hoffe, die Übungen haben euch gefallen und inspiriert. Wandelt sie zu Hause ruhig mal ab. Und beim nächsten Mal zeige ich euch weitere Übungen, die ihr zu Hause machen könnt.